Hallo, wir sind zu Minecraft jetzt nach, ich weiß nicht, wie vielen Tagen Verspätung. Ich hoffe, ich kriege das heute noch raus, sonst habt ihr sehr viel verspätet hier, weil es sollte ja eigentlich schon am Sonntag kommen, jetzt ist Donnerstag. Ich kam nicht zum Aufnehmen oder ich hatte keine Lust zum Aufnehmen, ich weiß auch nicht. Ich habe heute DK übrigens dabei, nicht zur Cyborg. Eigentlich wollten wir in der letzten Folge noch weitere aufnehmen. Dann wurde ich aber nach 2 Minuten gerufen, weswegen wir dann gesagt haben, nee, lassen wir raus. Wir haben eh nichts gesagt. Ja, da war ich mit Cersei, der hat da mitgeredet bei den letzten Folgen. Was mache ich eigentlich? Ich laufe hier nur sinnlos hin und her. Ich muss mal wieder was Sinnvolles machen. Auch wenn ich letztes Jahr immer nur an dem tollen Pferdestall arbeite, aber wir reden ja auch eigentlich nur über wichtige Dinge. Wie zum Beispiel über die tolle Tatsache, dass Minecraft jetzt, Microsoft auch irgendwo, aber Mojang hat angekündigt, ja, wir werden jetzt Accounts zu Microsoft-Accounts umwandeln und dafür kriegt ihr alle ein Cape geschenkt. Was ein Rotz. Ja, wer will schon ein Cape haben? Ich will natürlich ein Custom-Player-Modell haben, was ich mir selbst aussuchen kann. Es gab schon so 2 oder 3 Leute, die haben das bekommen, ne? Ich weiß nur, dass irgendwie der Detmau oder irgendwie, wie auch immer der hieß, dieser eine komische Musiker da, der hat irgendwie so ein Player-Modell bekommen, wo er irgendwie so komische Ohren hat. Das ist aber der einzige von mir, das bekannt wäre. Kann sein, dass es noch andere gibt. So, den Dinnerbone, den zähle ich jetzt mal an der Stelle nicht, der ja einfach nur seinen Charakter kopfüber hat. Und der, ich glaube, der Grum hat das auch, aber die sind ja von Mojang, deswegen haben sie halt gesagt, ja, machen wir mal so. Was kann man denn noch erzählen? Viel mehr kann man nämlich dazu, dass man Capes bekommt, jetzt auch nicht erzählen. Außer es kommt jeder ein Cape und Ede kann nie wieder mit jemandem spielen. Wir müssen sehen, wie das bei Ede natürlich läuft, weil Ede hat es ja irgendwie hingekriegt, dass sein Microsoft-Account permanent gesperrt wurde. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Das habe ich nicht hinbekommen. Ich habe schon eine Menge fragwürdige Sachen gemacht. Also was der Ede da angestellt hat, deswegen kann er auch bei uns bei Bedrock Minecraft nicht mitspielen. Ja, du darfst nicht mehr. Dein Konto wurde gesperrt. Wo soll er sich Neues machen? Ja, da hat er aber kein Bedrock Minecraft. Ey, der Junge. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir waren bei komischem Cape. Was kann man denn über Capes erzählen? Welche gab es denn also schon? Es gab natürlich die Minecon-Capes, die man ja irgendwie bekommen hat, wenn man auf irgendwelchen Minecon-Events immer dabei war. Da habe ich, glaube ich, ja auch von der letzten Online-Minecon, was aber Bedrock-Version exklusiv war, da gab es ja irgendwie mal ein Cape, was ich halt da prinzipiell, glaube ich, habe. Aber es ist halt Bedrock-Edition, die spiele ich nie. Also so gut wie nie. Manchmal habe ich sie mit DK gespielt, aber ansonsten eigentlich nie. Also läuft besser als die andere. Aber die andere Version hat Mods. Die Bedrock-Edition hat nur Kauf-Add-ons. Das ist blöd. Da gibt es aber Mods von den Entwicklern. Ja, das kann sein. Ich kenne mich da überhaupt nicht eigentlich aus mit denen, was die da als Add-ons machen. Nur, dass die ständig irgendwas bewerben. Irgendwie hier Minecraft Jurassic Park oder irgendwie sowas hatten sie da mal. Oder irgendwie so komische Minenmaschinen oder was nicht alles. Wo ich mir denke, schön, dass es sowas gibt für Bedrock. Aber ich will das in Java haben. Da kam mir irgendwie vor, da waren sie angepisst. Als alle das Underground-Update haben wollten. Wann kam das nochmal raus? Das wollen sie jetzt erst machen, das Cave-Update. Ja, aber Anfang hat die Community gesagt, ja, warum gibt ihr uns das? Wir wollen ein Cave-Update. Da waren die so ein bisschen angepisst, haben dann diesen Mod gemacht. Ich glaube, der war da nicht sonderlich beliebt. Ich kenne mich da halt überhaupt nicht aus mit diesen ganzen Bezahl-Mods. Die habe ich alle nie gespielt, weil ich bezahle doch nicht für Mods. Nee, zu dem Zeitpunkt, als das aufgekommen ist, ist das entstanden. Das kann sein. Das Cave-Update, das hatten wir ja in der letzten Folge schon besprochen. Da brauchen wir jetzt nicht, weil da ist nicht, glaube ich, viel mehr jetzt dazu rausgekommen. Ich glaube zumindest seitdem, dass da nicht mehr alles kam. Zwar immer mal ein paar Details dazu, da habe ich mich jetzt aber gar nicht so mit befasst groß. Deswegen kann ich dazu auch nichts groß sagen, was da jetzt noch im Einzelnen dazu jetzt weiter angekündigt wurde. Ich hoffe auf jeden Fall, es gibt demnächst Snapshots dafür. Dann spielen wir es natürlich und werden hier ganz tolle... Genau. Deswegen haben sie es, glaube ich, nur letztes Mal gesagt irgendwie, ja, wir machen jetzt noch 1.16.4 und dann gibt es irgendwie Snapshots irgendwann. Wollen wir jetzt noch verändern? Da kommen halt wieder so ein paar kleine Dinge rein, die jetzt nicht so wichtig sind. Irgendwie, du kannst Leute aus dem Chat ausblenden, aber sobald du wieder auf den Server draufkommst, sind diese ganzen Filter wieder aufgehoben. Wie behindert. Was ist das für ein Scheiß? Also wenn ich jemanden blockiere im Chat, dann will ich den gefälligst dauerhaft blockiert haben oder zumindest bis ich sage, dass ich ihn nicht mehr blockiert haben will. Zumindest ist man so unterscheiden kann, wie das ist. Weil so ist das doch ziemlich sinnlos irgendwo, wenn du da halt jedes Mal sagst, hier, ich muss den jetzt blockieren. Und wenigstens so
Listen machen, wen man alles blockieren will? Es gibt eine Pre-Release dazu, die habe ich jetzt aber gerade gar nicht installiert, weil so wichtig ist mir das natürlich nicht, wenn ich eh allein hier irgendwo spiele. Dann nutze ich dieses Feature ohnehin nicht. Deswegen spielt doch lieber in der Version, wo ich den Shader habe. Aber das jetzt nur mal so nebenbei, wenn ihr fragt, warum ich hier immer noch auf 1.16.3 spiele, falls ihr überhaupt wusste, dass ich auf 1.16.3 spiele, das ist einfach die Version, die den Shader hat und wenn das Feature, was da zusätzlich drin ist, keine weiteren Optionen bietet, die jetzt wichtig wären, kann man da auch mal drauf verzichten, auf die neueste Version. Ich meine, das bei der 1.16.2, die war wirklich ja eine Version, wo ich sagte, die macht schon irgendwo Sinn, weil die ja die Custom-Biome eingefügt hat. Mit Custom-Biome habe ich mir jetzt mal bedingt auseinandergesetzt, im Sinne von, ich habe in Welt 1 mal Custom-Dimensionen reingehabt, kann ich hier schon mal anteasern. Den ich DK vorhin auch schon mal gezeigt. Da musste ich natürlich entsprechend, um in diesen Dimensionen irgendwas drin zu haben, musste ich dann auch für diese Dimension spezifische Biome erstellen. Beziehungsweise die habe ich einfach aus einem anderen Datenpack übernommen, was es schon gibt. Wenn ich da mal wieder eine Let's Show von mache, werde ich das natürlich auch bewerben, dieses Datenpack, weil ich im Grunde einfach nur die Sachen übernommen habe. Ich werde dieses Datenpack nicht vollständig eininstallieren, weil ich will ein paar Sachen doch nochmal ändern von dem, was da drin ist. Aber es wird es dann wahrscheinlich auch erstmal nicht öffentlich geben, weil das ist natürlich irgendwo zu ähnlich zu dem, was es schon gibt. Wenn ich natürlich irgendwo gefragt werde danach, dann kann ich auch mal sagen, hier, ich gebe euch dieses Datenpack, aber da würde ich dann vorher natürlich den Entwickler von dem anderen Datenpack um Erlaubnis fragen. Warum? Das ist doch dein eigenes. Naja, also wenn ich zwei Biome mehr oder weniger 1:1 übernommen habe und bei so 1:2 was anders mache, das würde ich jetzt... Nur alle abändern. Ah, das ist aber auch irgendwo kacke. Da würde ich zumindest aber in den Credits schreiben, hier, an dem ist das orientiert. Weil sonst wäre das kacke, wenn man das einfach ohne zu sagen, von wo man es hat, übernimmt. Oh, aber rechtlich geht es. Ja, rechtlich geht es, aber sozialpolitisch ist das ganz heikel. Ich weiß nicht, ob da sozialpolitisch der richtige Begriff für ist. Wenn es sozial ist, das interessiert im Rechtlichen niemanden. Alles klar, läuft hier erstmal so eine Hexe vorbei. Am Ende ist es auch nur interessant, ob der dich jemand verklagt deswegen. Aber wir hatten eigentlich über Capes gesprochen in Minecraft und der Minecon, die Cape. Genau, die Minecon Capes. Es gibt natürlich auch die Entwickler Capes, aber die sind jetzt für normale Spieler ziemlich uninteressant, weil die ja nur den Entwicklern vorenthalten sind. Dann gab es irgendwie so ein paar Special Capes, die dann irgendwie einzelne Spieler haben. Irgendwie der 1-millionste Minecraft-Käufer oder sowas hat ein Cape bekommen. Dann das dämlichste, glaube ich, überhaupt, was es bisher gab. Irgend so ein Typ, der den Mojang-Entwickler mal in Japan weitergeholfen hat, hat deswegen ein Cape bekommen. Der Mod-Entwickler von Schissel hat ein Cape bekommen, wegen irgendwas. Und ich weiß nicht, irgendein paar andere gab es auch noch. Das hatte eine Zeit lang, hatte mal so einer ein Cape bekommen, weil er Notch die Idee gegeben hat, einen Pikmin einzufügen. Der wurde dann aber wieder entfernt, dieser Cape. Weil irgendwie Moja mal, ja, dann will ja jeder eins haben. Vor allem der Pikmin ist dann nicht mal irgendwie ins Spiel gekommen oder sowas in der Form, wie er damals vorgeschlagen wurde. Der sollte ja eigentlich sozusagen der Dorfbewohner da, also die Dorfbewohner sollten ja eigentlich Pikmin sein, aber dann hat man irgendwie gesagt, nee, wir machen Villager. Und der Pikmin kam dann erst mehr oder weniger in der 1.16 rein in Form der Piklins, die aber wieder was ganz anderes sind, als was sie ursprünglich sein sollten. Das soweit zum Pikmin. Was gab es noch für Capes? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es gab mal irgendwie so ein Weihnachtscape, dass man irgendwie immer ein Jahr lang jeder Spieler für begrenzte Zeit hatte und so ein Neujahrscape gab es auch mal, aber die gibt es halt alle nicht mehr heutzutage. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob es da noch Großes gab. Ich hatte selbst ja nie ein Cape, deswegen. Das heißt, ich hatte mal eins mehr oder weniger im Sinne von diesem einen Cape-Mod, den es gab, aber das zählt ja jetzt in dem Sinne nicht. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, diesen einen Mod, wo du dann so ein Cape quasi irgendwo hochladen konntest auf der Website von denen, oder hattest du ein Cape? Dann hatte ich plötzlich auch eins. Ja, das hatte ich dir irgendwie eingestellt. So, hä, warum habe ich ein Cape? Vor allem, ich weiß nicht mal mehr das Passwort von dieser Seite, was ich da verwendet habe. Ich könnte es nicht mal mehr ändern. Das ist total traurig eigentlich. Verdammt, über das Thema Capes haben wir jetzt eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gäbe, glaube ich. Auch. Haben wir sonst noch irgendein Thema angesprochen gehabt eben? Wir hatten guten Mods, beziehungsweise das, was es quasi stattdessen in der Bedrock-Edition gibt, hatten wir mal kurz thematisiert. Und genau, Mods, die von den Minecraft-Entwicklern gemacht wurden, da fällt mir ja ein, es sind ja mittlerweile tatsächlich einige Mod-Entwickler, wurden ja immer mal zum Mojang tatsächlich eingestellt. Unter anderem in der Minecraft Live hatten sie es ja gehabt, den Entwickler vom Ether-Mod, den hatten sie ja eingestellt tatsächlich. Womit natürlich klar ist, es muss dem Ether-Mod in Vanilla geben. Gut, mittlerweile kann eigentlich jeder reinmachen, mehr oder weniger durch Datenpacks, aber halt auch nur so begrenzt. Was halt noch fehlt, ist, dass du mit Datenpacks quasi Custom-Blöcke machen kannst, die dann halt irgendwo generiert werden. Weil momentan kannst du halt sagen, ja, ich ändere mal hier eben diesen und jenen Block ab,
dass der ein anderer Block ist, aber da hast du den halt nicht mehr. Und das ist ja auch nicht Sinn der Übung. Und da hatten sie ja irgendwas gezeigt in der Minecraft Live, irgendwie im Sinne von irgendwie, ich glaube, das war aber auf der Bedrock-Edition sogar, wo sie dann irgendwie so Tomatenpflanzen reingemacht haben, irgendwie, weil ich weiß nicht, ob das über Datenbank war, ich habe das dann so halb verfolgt, diesen Teil des Streams, die da ja irgendwie überreif wurden und wenn du sie dann ernten wolltest, kam da irgendwie so ein Tomatenmonster raus, was auch ein bisschen komisch war, die Idee, aber das war ja auch wirklich mehr so zur Demonstration. Apropos Tomatenpflanzen, ich verlange Tomaten in Vanilla. Gibt es noch nicht? Nein, gibt es tatsächlich noch nicht. Dann habe ich natürlich auch das Recht, mir welche hier zu geben, weil ich hatte ja damals aus meinem Mod hatte ich ja Tomaten hier angepflanzt, die wir jetzt nicht mehr haben. Bin ich ja auch damals an die Kartoffeln gekommen, dass ich dann gesagt habe, ja, wir hatten ja eigentlich Kartoffeln, die habe ich mir dann mehr oder weniger wieder erstellt, als sie Vanilla waren. Ja, genau, und ich weiß noch, wie man die gecraftet hat. Ja, ja, genau, die Kartoffel, die man ja gecraftet hat mit einem Apfel, wo du dann 4 Erde drum gemacht hast. Weil es ist ja ein Erdapfel. Das war eine komische Phase auf jeden Fall von meinem Mod damals, als ich noch dachte, ja, ich wenigstens in der Weltgenerierung verändern, weil dann kann man die Welt ja nicht mehr öffnen ohne den Mod. Deswegen muss man alles irgendwie craften können. Oder ich war auch einfach damals noch nicht in der Lage, irgendwas in die Welt zu generieren, glaube ich. Du wusstest einfach nicht, wie das geht. Ja, das ist wohl möglich, dass ich da tatsächlich einfach nicht wusste, wie es geht. Damals, da war ja tatsächlich, hatte ich den Mod ja noch mit Modloader tatsächlich damals programmiert. Das war ja das, was es vor Forge gab tatsächlich noch. War ein Unterschied? Ja, das war ein Unterschied. Modloader, das war das, wo du immer den Meta-Inf-Ordner löschen musstest. Ja, ich erinnere mich noch. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob Forge überhaupt, es gibt ja mittlerweile irgendwie noch Fabric dann statt Forge, was ja irgendwie erstellt wurde, weil Forge sozusagen geupdatet hat. Aber da habe ich mich überhaupt nicht befasst mit sagen, ich muss auch mal wieder Modding-Tutorials eigentlich machen. Da muss ich mich aber selbst halt erstmal wieder reinarbeiten in die neuen Versionen, weil ich damit mich jetzt auch gar nicht mehr befasst habe in letzter Zeit. Ja, und irgendwie muss ich dann sehen mit Fabric, ob ich mich da mal irgendwann mit befasse. Ich bin ja ein sehr altmodischer Mensch, der ja ewig noch mit Modloader gearbeitet hat, bis es dann irgendwann eigentlich alle auf Forge umgestiegen waren. Ist Modloader eigentlich noch? Nee, schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der überhaupt über die Beta hinaus kam noch. Kann sein, dass der im normalen Minecraft sogar noch drin war sozusagen, aber irgendwann hat man da die Entwicklung aufgegeben, weil es halt keiner mehr benutzt hat. Weil alle gesagt haben, wir nutzen jetzt Forge. Damals war aber das Modding auch noch deutlich komplizierter, muss ich doch sagen. Da hast du nicht Modloader irgendwie als Programmierumgebung einfach installiert, sondern da musstest du irgendwie das Minecraft Coder Pack installieren und hast dann quasi damit alles noch über irgendwelche Konsolen und was nicht alles, musst du das aufrufen, um das testen zu können. Das war schon eine Qual irgendwo. Deswegen hatte der Mod damals ja auch noch verdammt wenig Items eigentlich. Der Mod hatte ja irgendwie in der Ursprungsphase hatte der ja wirklich nur die Edelsteine. Der Mod hatte eigentlich damals gar kein wirkliches Konzept so wirklich. Ich hatte irgendwie gesagt, ja, ich mache jetzt mal Edelsteine hier rein mit entsprechenden Tools und alles, weil ich das halt drin haben will. Aber ansonsten mache ich irgendwie einfach nur einen Essensmod draus. Deswegen habe ich irgendwann ja gesagt, ich teile den Mod jetzt mal auf, auch wenn ich das bis heute immer noch keine vollständige Version von dem aufgeteilten Mod raus habe. Aber prinzipiell ist es so gemacht, dass der Mod jetzt mittlerweile aufgeteilt ist in den Essensmod und den Mod für allen anderen Scheiß, der im Grunde halt ist, ja, hier gibt's Edelsteine, hier gibt's alle möglichen Metalle und ich weiß nicht, was es noch gab. Aber so ist das da ungefähr aufgeteilt. Da könnt ihr halt den Essensmod irgendwann dann einfach runterladen. Der gibt da halt so wirklich Unmengen Essen rein. So was der Mod halt in der letzten vorhandenen Version auch schon alles gemacht hat. Hier wirklich bestimmt dreimal so viel eingefügt hat, wie der Mod davor enthalten hatte. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher. Wie gesagt, die erste Version hatte ja wirklich nur diese Edelsteine halt. Dann hatte sie Spiegelei, Rührei, Fischstäbchen und ich weiß gar nicht, was sonst noch drin war. Generell, ich muss eigentlich auch mal in dem Mod so ein paar Rezepte, wollte ich auch mal irgendwann überarbeiten, dass es alles ein bisschen komplizierter ist, an das ganze Zeug dran zu kommen, dass du eben beim Fischstäbchen nicht sagst, ja, ich lege jetzt hier 3 Fische irgendwie wie ein Brot nebeneinander und hab dann Fischstäbchen dadurch irgendwie. Generell sind manche von den Essenssachen eigentlich schon fast ein bisschen überpowered. Wenn du einfach halt, wie gesagt, so einfach Fischstäbchen machst und dann gibt ein Fischstäbchen aber immer eine halbe Keule noch mal mehr als ein Fisch. Was nur, dass du es im Crafting-Feld einmal umgecraftet hast. Das ist natürlich, ja. Aber tatsächlich so Sachen irgendwie so, die ganzen Kartoffelsachen gab es damals ja alle noch gar nicht in dem Mod in der ersten Version. Gut, die erste Version wurde nie veröffentlicht, soweit ich mich entsinnen kann. Erst so die zweite Version wurde dann auch tatsächlich veröffentlicht, wo es dann auch Kartoffeln drin gab. Das war ja irgendwie, die hatte ja den tollen Namen, das Kartoffel-Update, die Version. Was im Grunde daraus bestand, ich habe alle möglichen Kartoffelsachen reingemacht. Vor allem, es gab Kartoffeln und es gab pflanzbare Kartoffeln, weil ich es nicht hinbekommen habe, ein essbares Item auch anpflanzen zu können. Das war total random eigentlich. Hast du überhaupt versucht? Ich habe es versucht, aber ich bin nicht weitergekommen. Mittlerweile, das hat sich natürlich auch irgendwo dadurch verbessert, dass es das ja
ja einfach in Vanilla. Jetzt gibt es so ein pflanzbares Essens-Item im Sinne von Kartoffeln und Karotten. Da habe ich ja auch die Kartoffeln aus meinem Mod, habe ich ja die, also die normalen Kartoffeln, was man nicht die Sachen, die man aus Kartoffeln craften kann, die habe ich ja schon lange wieder rausgemacht aus dem Mod, was die ja in Vanilla dann gab. Und da habe ich einfach gesagt, so, jetzt nutzt man einfach die Vanilla-Kartoffeln hierfür und gut ist. Was kam denn dann rein? Ich hatte irgendwann das Eiscreme-Update, wo dann einfach die ganzen Eiscreme-Sachen reinkamen. Es gab dazwischen, glaube ich, aber noch ein anderes, so ein kleineres Update. Ich weiß aber gar nicht, was da drin war. Das lief ja generell, ich hatte damals ja Version 0.1, 0.2, 0.3 und 0.4. In der 0.4, da gab es dann auch die Unversion 0.4.1, 0.4.2, die einfach irgendwie auf die neueren Minecraft-Versionen geupdatet waren. Und irgendwann hatte ich auch mal die Kaktussuppe eingebaut, die wir ja wirklich nur drin hatten, weil Kakteen so scheiß sinnlos waren. Deswegen gibt es in dem Mod eine Kaktussuppe. Das hat keinen anderen Hintergrund. Und irgendwie hatte ich dann auch noch random Kupfer und Silber eingebaut, die aber gar keine Funktion hatten und die dann irgendwie aus Redstone und Eisen gecraftet hast. Das ist halt Redstone komplett. Redstone und Eisen. Ja, du hast irgendwie aus zwei Eisen hast du dir zwei Silber gecraftet und aus zwei Redstone hast du dir irgendwie Kupfer gecraftet. Ja, macht doch Sinn. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Der Mod war eigentlich total kacke damals, muss ich doch irgendwo sagen. Ja, und dann kam die Version 1.0 von dem Mod, die dann ja nie ganz fertig wurde irgendwie, die ja bei Editions drin war, wo dann irgendwie 20.000 neue Items reinkamen. Im Sinne von, es gab jede Menge neue Lebensmittel. Du hast irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr was alles. Ich habe einfach irgendwie gefühlt jedes Lebensmittel, was ich mir ausdenken konnte, habe ich in diesen Mod reingepackt. Unter anderem auch die Sachen, die damals tatsächlich die Community vorgeschlagen hat. Weil tatsächlich auf meinem Wiki gab es damals in der Diskussion oder dem Mod tatsächlich jede Menge Vorschläge, was man da noch reinpacken kann. Diese Wiki-Seite war generell hauptsächlich dadurch bekannt, dass sie, glaube ich, im Minecraft-Wiki habe ich sie beworben, indem ich sie in die Liste der Mods reingepackt habe. Okay. Zusammen mit dem Mod selber halt. Wie viele Leute haben eigentlich bisher deinen Mod gedownloadet? Ich weiß es nicht. Das Problem ist ja, die alten Versionen wurden ja irgendwann gelöscht von Mediafire damals, weil Mediafire hat ja irgendwann gesagt, jetzt kann man nur mit Account hochladen. Das ging damals auch ohne Account. Und deswegen haben sie gesagt, hier, jetzt gilt das nicht mehr. Ich müsste jetzt nachgucken, wie viel die neueste Version damals bei dem Minecraft CurseForge, wo halt auch der Twitch-Launcher und alles vorhanden ist, wie es für oft gar gedownloadet wurde. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ein paar haben es gedownloadet, aber jetzt auch nicht so viel, weil die da damals schon nur für 1.7 war und damals irgendwie schon 5 Versionen weitergeführt Minecraft war. Aber da wir für Editions das so brauchten, ich muss irgendwann mal sehen, dass ich da den Mod endlich wirklich mal weitermache und dann auch richtig mal veröffentliche die neuen Mods im Sinne von diese aufgeteilten Mods. Da wird dann hoffentlich irgendwann mal das rauskommen, auch bei CurseForge, wo ihr das dann downloaden könnt für die neueste Version dann in dem Fall natürlich. Was auch immer das dann sein wird. Was können wir denn zu dem Mod sonst noch sagen? Kannst du nicht bei den neuen Versionen nachgucken, wie viel Downloads es da gibt? Muss ich mal gucken. Brick Motion Mod. Da finde ich erstmal meine Modding-Tutorials. Das ist ganz toll. Nee, jetzt will ich nicht auf Twitch angucken, meine Modding-Tutorials. Warum schlägt ihr mir erstmal die Sachen auf Twitch vor? Dann schlägt es mir auf meiner Website vor. Und auf YouTube schlägt das mir gar nicht vor. Das muss man auch nicht verstehen, oder Google? Hier, Brick Motion Mods bei CurseForge. Das wollte ich doch gucken. 372 Downloads. Das ist, denke ich, respektabel dafür, für einen, dass der Mod einfach nur Beta bis heute ist. Und das letzte Update kam raus 2017. Und das Bild dazu sieht einfach noch total kacke aus irgendwo. Abgesehen davon gibt es auch bis heute keine Seite, wo die ganzen Crafting-Rezepte veröffentlicht werden. Das muss ich auch dringend mal auf der Website irgendwie alles drauf machen. Weil ich würde sagen, hier, guckt auf meine Website, da stehen die ganzen Crafting-Rezepte für den Mod. Muss die Website dann natürlich so eine International-Variante noch haben. Gut, Crafting-Rezepte, da mache ich dann im Grunde einfach Bilder hin. Hier hast so craftest du dieses Item, so craftest du dieses Item. Muss auch immer noch rausfinden, wie ich das in der neuen Version mache, damit mit diesen ganzen Pizzen, die ich da eingefügt habe, die waren ja damals wirklich so mehr oder weniger, die Texturen waren ja generiert von den Pizzen, im Sinne von, er hat einfach mehrere Texturen überlagert, je nachdem, was drauf liegt. Und das geht heute einfach alles so gar nicht mehr in der Form mit den ganzen JSON-Dateien, die ihr braucht. Und ich will jetzt nicht irgendwie tausende JSON-Dateien in meinen Mods drin haben, wo dann die ganzen Texturen festgelegt werden. Das könnte ich zwar alles machen lassen, dann würde ich einfach schnell ein Python-Skript schreiben, würde sagen, hier, erstell mir mal diese ganzen Dateien. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Übung. Das hast du schon mal gemacht. Ja, das habe ich für den anderen Mod, an dem ich ja gearbeitet habe. Da habe ich ja irgendwie jedes Element des Periodensystems eingebaut. Habe dann auch aufwendigst die Texturen für alle Sachen per Hand damals erstellt. Und dann meint Minecraft, ja, jetzt fügen wir neue Texturen ein. Jetzt sehen alle Barren anders aus und deine sehen überhaupt nicht mehr nach Minecraft aus. Habe ich mir auch gedacht, ja, schön Minecraft, nett von dir. Dann war es mir zu blöd, die ganzen Barren nochmal zu machen. Deswegen habe ich einfach ein Skript geschrieben. Hier, nimm diese Farbwerte von den alten Texturen und übersetze es einfach in die neuen Texturdateien. Und so habe ich dann einfach die Texturen quasi generiert. Und auch die Art dann gleich weitergemacht und die ganzen Tooltext
Texturen gemacht, die ich vorher eigentlich machen wollte, im Sinne von, dass es per im Spiel quasi erstellt wird, einfach die Textur, wo ich dann gesagt habe, hier nimmst du dieses Item, was einfach eine weiße Textur hat, und färbst das quasi ein mit einer Farbe, die dieser Barren hat, die du dann vorher natürlich erstmal im Spiel dir raussuchst. So ungefähr wie das ja auch bei den Spawn-Eiern, da die Farbe erst drauf generiert wird. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich schon dabei bin, hier Texturen zu erstellen, kann ich das auch nicht damit machen. Hat man zwar Unmengen Dateien da drin, aber es ist jetzt auch egal. Wir sind jetzt auch 36 Minuten wieder an dieser Aufnahme. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas zu erzählen haben zu dem Mod oder ob wir dann schon in die Aufnahme der nächsten Folge sozusagen übergehen. Ich glaube, das wird mit Schneider heute aber wieder sehr eng. Dann würde ich fast sagen, verschiebt sich das auf morgen immer noch, also auf Freitag. Dann die nächste Folge kriegt er dann aber hoffentlich am Sonntag, wie es normal sein soll. Deswegen habt ihr da eine sehr kurze Wartezeit zwischen den einzelnen Folgen. Was ich vielleicht noch sagen kann, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, hier die lustige Geschichte, dass mein Mod ja quasi so schon wirklich mehr oder weniger bekannt war. Eine Zeit lang mal damals, als so die ersten Versionen rauskamen, wo ja wirklich damals bei Gronkh auf Gronkh.de, wo ja in den Kommentaren wirklich einer meinte, weil Gronkh ja so ein Essensmod drin hat, ist das jetzt der Brickmotion-Mod? Das fand ich irgendwie cool, dass sich mein Mod sozusagen rumgesprochen hat. Gut, damals hatte das Minecraft-Wiki natürlich irgendwo einen noch viel höheren Stellenwert, als es heute wahrscheinlich hat in den Sachen, wo man Mods findet. Weil damals die Mods hast du halt gefunden, entweder in so Listen über das Minecraft-Wiki oder die wurden damals ja eigentlich alle über das Minecraft-Forum noch geteilt, wo mein Mod ja auch damals geteilt wurde. Das Minecraft-Forum kennt heute wahrscheinlich auch keiner mehr. Ich weiß nicht, es gibt es glaube ich sogar noch, aber ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand benutzt. Deswegen. Heute sind nur YouTuber in Minecraft bekannt. Ja, also wenn man heute nach Mods sucht, dann sucht man einfach bei CurseForge. Das ist halt heute die Anlaufstelle dafür. Früher war halt wirklich alles noch Minecraft-Forum. Hat jeder so eine Forenseite gemacht, hat einen Mod auf irgendwo auf Mediafire oder Mega-Upload oder was nicht alles hochgeladen. Und dann mussten Leute sich das noch von Hand installieren. Da gab es noch nicht so irgendwie so Launcher, wo man das dann einfach installieren hat lassen. Das Beste, was es da dann irgendwann gab, war der Feed the Beast Launcher, wo es halt vorgegenerierte Modpacks gab. Aber so selbst welche zusammenstellen, mal eben ging so ohne weiteres nicht. Über den lief ja auch damals Editions 1 noch irgendwann, nachdem ja das anfangs total gefailt war, wo wir in der Dropbox damals die Mods reingetan haben, wo dann die Hälfte irgendwie gefehlt hat und es keiner hingekriegt hat, das zu installieren. Und du so halb ausgerastet bist da schon. Das war schon ganz lustig. Schaut euch mal die erste Folge von Editions 1 damals an. Da habt ihr dieses Chaos noch mitbekommen. Ja, ich glaube, wie gesagt, wir hören jetzt auch mal auf, weil wir sind jetzt 38 Minuten an dieser Aufnahme und ich muss das ja irgendwann noch schneiden, auch wenn es wahrscheinlich erst morgen rauskommt. Von daher sehen wir uns bei der nächsten Folge, die wir dann hier jetzt gleich im Anschluss wahrscheinlich aufnehmen. Bis gleich.